Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 885. Die heutige Folge ist auch für alle die gedacht, die eine PlayStation 4 und eine Xbox One haben, um den Landwirtschaftssimulator zu spielen. Und natürlich auch für PC Mac. Das ist es ja in dem Sinne immer, ne? Ja, Links zu den Mods findet ihr wie immer in den in der passenden Videobeschreibung. Die erste Mod, die wir haben, eine Fortschritt B352. Da seht ihr das gute Stück schon. Wir hüpfen einfach mal eine Runde rein, machen den Traktor an und lassen ihn einfach mal eine Runde arbeiten hier. Da setzt er an. Ihr seht, ne, Bewegungsanimationen sind da, Animationen des Feldes sind da und dann verschwindet auch schon das gute Gesäte. So schnell geht's. Das passt doch schon mal wunderprächtig. Da sehen wir es. Texturenmäßig seht ihr selber hier auch die ganzen Verschraubungsgeschichten und sowas. Oben sieht man immer noch schön, wie das Gestänge rausguckt und so. Das ist also bis in die Feinheiten hier alles sehr gut gemacht und sieht sehr gut aus. Also ein etwas neuer aussehender Fortschritt, grober sozusagen. Ne? Gut, okay, Shop. Das ist die nächste Geschichte. Ich sollte vielleicht mal zu den richtigen Geräten gehen. Und ich sollte auch vielleicht mal zu den richtigen Geräten gehen. Da haben wir ihn nämlich. Ne? Da ist das gute Ding. Das ist natürlich kein Grubber, sondern eine Scheibenegge in dem Sinne. Und hier seht ihr, wir haben noch die Möglichkeit, den Farbwechsel aus den beiden Oliv- und eher Grüntönen zu machen. Dann sieht die Beschriftung auch ein kleines bisschen anders aus. Sieht man es so vielleicht ein bisschen besser? So sieht man es besser. Da sieht man auch, dass die Beschriftung sich dementsprechend mitändert und auch die verschiedenen Logo-Varianten da benutzt worden sind, je nachdem, wo nach welchem Jahrgang oder Baujahr das Ganze dann geht. Ja, wir sind doch bei 80 PS, bei 2,10 Meter Arbeitsbreite, bei 15 km/h, hatte ich noch vergessen zu sagen. So, wir hüpfen und zwar hier auf unserem Platz und kommen zur nächsten Geschichte. Wir fangen mal hier ganz außen an und da sehen wir schon, wir haben ja einen Teleskoplader, genau, nämlich einen JCB. Seht ihr hier dementsprechend auch. Texturen soweit alles super okay. Wir sehen die ganzen Warnhinweise und sowas alles schön. Da ist die Typenbezeichnung TM420, die wir jetzt hier am Start haben. Und man sieht auch die ganzen Anschlussgeschichten und sowas hier sind auch alle da. Wir hüpfen eine Runde rein. Klar, wenn ich die Maussteuerung ist wie bei jedem anderen Teleskoplader halt dementsprechend aus, ne? Kann das Ganze ausfahren, so wie es halt dazu gehört. Das ändert sich nicht. Was wir auf jeden Fall haben, ist hier eine schöne Arbeitsbeleuchtung vorne dran. Ich fange mal mit dem Lichttest an. Wir haben normal Standard-Tagesfahrlicht sozusagen. Wir haben hinten ein Arbeitslicht, wir haben vorne auch Arbeitslicht. Und mit dem Arbeitslicht vorne sieht man auch schön, wie LED-mäßig das angebracht ist. Sehen wir hier vorne dann auch das Arbeitslicht direkt vorne am Aufnehmer. Ja, wir haben zusätzlich auch Rundumleuchten, die natürlich auch einwandfrei funktionieren. Und blinken können wir auch. Ne? Vorne wie auch hinten. So, wir schauen nochmal das Ganze von innen an. Das sieht ordentlich aufgeräumt aus, das Ganze. Da kann man nichts zu sagen. Wenn ich jetzt hier Licht anmache, passiert soweit nichts. Wir machen jetzt mal den Motor dazu an. Dann sehen wir schön, wie die Anzeigen in der Mitte angehen. Kleine Digitalanzeige. Zeiger rückt ein bisschen. Hier an der Seite passiert nichts, wenn ich Licht anmache. Und hier vorne drin im Displaybereich auch nicht. Also der Unterschied, ob Licht an ist oder nicht, ist nicht da. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Reaktion da, wenn wir den Motor anmachen. So, jetzt hüpfe ich nach draußen und ich würde sagen, wir fahren einfach mal eine Runde. So, Bremslichter sind da, wie ihr seht, und Rückfahrlichter sind auch da. Hat man nicht immer, aber in dem Fall haben wir es auch schön wunderbar, die Rückfahrlichter mit dabei, und da gehen sie auch wieder aus. Also, das funktioniert schon mal einwandfrei. Ne? Bleibt nur noch die eine Variante über, nämlich dass wir das Ganze uns im Shop noch angucken. Das finden wir denn dann logischerweise das Gerät auch unter den Teleskopladern ganz am Ende. 109.000, das ist offiziell der TM420 EcoMax T4F. 145 PS, 40 km/h, das haben wir gerade auch gesehen. Wir haben die Möglichkeit, die Felgenfarbe hier auch noch in den dunklen Farbton zu geben. Wir können zwischen Michelin und Trelleborg wählen und haben bei Michelin auch die Möglichkeit, Breitreifen draus zu machen. Seht ihr auch eine ganz andere Profilform, die wir dann haben. Ne? Design, das sind die Rundumleuchten, je nachdem, das sieht man so besser, glaube ich. Ne? Niedrige oder hohe Rundumleuchten oder gar keine, das kann man sich aussuchen. Wir hatten jetzt draußen dann die hohen stehen. Dann, wenn wir so ein bisschen Zubehör dazu schmeißen, sage ich mal so hier, dann sind wir halt bei
knapp unter 110.000, die wir dann bezahlen müssen. Ja, das ist doch schon mal wunderbar. Wir marschieren weiter und kommen zu einem Set. Genau. Ne? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich sage jetzt auch mal Maitre einmal dazu. Ich hoffe, ne, hier Vulkan, Vulkan 200 heißt hier der Miststreuer. Wir haben aber auch, hier sieht man schön die Logosetzung, wir haben hier verschiedenste Geräte. Ich habe jetzt hier einmal den Miststreuer, den gibt es in zwei Varianten. Schön hier Zweiachser-Variante, man sieht das Ganze hier auch aus. Da kann ich auch gleich mal das Ganze auffahren, das ist also kein Problem. Wir haben hier noch eine schöne Dampf-Variante, um mehr unser Streupart zu transportieren. Wir haben auch hier mal die Variante mit einem Silageaufbau. Also das sind mehrere Hängersysteme, unter anderem auch diese guten, die ihr hier seht. Nämlich einmal den mittleren Zweiachser und einmal den Dreiachser, der hinten zwei und vorne eine Achse hat. Die Varianten gibt es auch mal in Gelb und in Rot. Und es gibt die Möglichkeit hier, das Ganze mit Autolot oder ohne zu bekommen. Also man kann tatsächlich sagen, ich möchte Autolot haben oder nicht. Einfachste Geschichte, gehen wir mal über den Hersteller. Nämlich, da seht ihr selber, einmal ist das der Atlas 18, 39.000 Liter normal. Wenn wir hier jetzt reingehen, wegen der Konfiguration, ne, dann kommen wir auf die 39.000 Liter mit dem Aufbau. Und dann sind wir über 33.000, was das Ganze zum Schnäppchen macht. Selbst wenn wir jetzt nur die Getreidevariante haben, hier, ne, sind wir hier im höheren Getreidewandbereich noch bei 30.000 Liter fast für 32.000. Läuft also noch grob im Schnäppchenbereich. Ne? Wir können auch designmäßig hier noch eine Leiter mit dran klemmen. Da müssen wir natürlich dann extra für bezahlen. Und wir haben auch mehrere Möglichkeiten der Reifenform und auch mehrere Reifenhersteller dran. Nämlich insgesamt 5 Stück. Also, da lässt sich einiges machen. Weil vom Hersteller her gesehen, es ist immer ein Orange oder ein Gelb vorgesehen, ein Rot oder ein Gelb vorgesehen. Und hier sieht man auch immer schön die Beschriftung da dran. Ja, das Ganze finden wir jetzt hier bei der Mistgeschichte dann auch. Ne, das hier ist einmal der Simple und hier ist einmal der Double dementsprechend dann. Ne? Ein Achser, zwei Achser. Ich habe den zwei Achser mal draußen hingestellt dann. Und dann haben wir hier die verschiedensten Varianten, die es dann mit Auto und ohne Autolot gibt. Ihr seht einmal hier die Achs-Varianten und dann einmal die Normalvarianten, die Doppelachs-Variante und die Dreiachs-Variante. Und hier seht ihr, das sind dann immer für einmal für Square-Ballen, einmal also für eckige Quaderballen, für runde Ballen. Ne? Ist immer der Unterschied dementsprechend da. Von den verschiedenen Größen und Längen, wie viel dann dementsprechend drauf geht und wie viel Meter Größenordnung wir haben. Ne? Und hier kann man dann echt sagen, Autolot ja oder nein. Und wir haben auch hier die Farbwahl. Also sehr schön gemacht. Reifenvariante lässt sich in eine Pflegebereifung oder eine Breitreifenvariante machen. Und man hat hier noch den Rundballenaufbau noch zu setzen, den Quaderballenaufbau vorne hinten zu setzen. Oder man lässt es dementsprechend. Ne, also hier gehen zum Beispiel jetzt 45 Ballen drauf, in der Form, wie wir es jetzt eingestellt haben. Ne, also wie es jetzt hier ist bei Rundballen. Ne, also schon eine schöne Geschichte. Bei Square wären zum Beispiel 40. Aber wie gesagt, Autolot ja oder nein, kann man sich dann noch bestimmen. Und hier mit dem Dumphänger genau das gleiche. Da haben wir noch die Möglichkeit, die Seitenschotten zu setzen. Dann kommen wir auf 21 Tonnen. Wir haben jetzt hier auch noch die Möglichkeit, die Reifen durchzuwechseln, wie bei den anderen auch. Und auch den hier gibt es in Orange. Also sehr viele schöne Möglichkeiten. Hier seht ihr das Ganze. Ich hüpfe jetzt hier nochmal rein. Dass ihr mal so ein Beispiel seht. Fahre hier die ganze Geschichte mal hoch. Ne? Da seht ihr selber hier auch die ganzen Übertragungen und die ganzen Fördermechanismen, sage ich mal so. Das ist alles da und das sieht alles ordentlich aus. Also, wie gesagt, insgesamt schon eine schöne Geschichte. Ne? Hydraulik hier, wie sie rein und raus fährt, das klappt schon. Also, sehr schöne Geschichte und sehr große Vielfalt. Typenbezeichnungen stehen immer vorne dran, da weiß man immer genau, was Sache ist. Ne? Texturenmäßig und sowas, auch das alles gar kein Ding. Man sieht die ganzen Anschlussgeschichten hier dran und hier sieht man sie auch, dass sie dann auch dran gesetzt werden. Also, schöne Sache, kann man nicht anders sagen. So, dann kommen wir zur letzten Mod für heute und das ist nicht die, die wir jetzt sofort sehen, weil das Häckselwerk hier von dem Feldhäcksler ist das Original. Da ist nämlich kein anderes dabei. Die Variante hier, wir haben den 900er bis 980er Jaguar, gibt es ja auch dementsprechend dann über die Platinum Edition, wenn man das alternativ möchte. Hier hat man halt alles schön in Ausweichmöglichkeit. Man kann das Rohr hier in langer Form kriegen, wie wir es jetzt hier auch sehen zum Beispiel.
Ne? Also hier ist dann sozusagen alles in einem drinne und wie gesagt, die Häckselwerke sind ein dasselbe. Wir gehen mal zuerst in den Shop, da zeige ich euch das einfach. Das finden wir einfach unter Feldhäcksler. Da seht ihr, das sind halt die Varianten, die original dabei sind. Hier ist ein bisschen günstiger. Ihr seht hier auch die Typ 496. Ich weiß das nicht, unter welche Typen die original dabei sind, laufen. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit der Farbwahl. Also ihr könnt auch sagen, ich möchte den jetzt hier in Glasfarbe, ist sehr sinnlos, weil, ne, sehr schön. Wir können das Glasrot jetzt hier auch nehmen. Ne, Felgenfarbe meinetwegen auch in Schwarz, wie auch immer. Reifenvarianten und sowas lassen sich hier durchschalten, noch mit Breitreifen, Breitreifen mit Gewichte. Wir haben Trelleborg, Michelin, Mitas am Start. Und die Motorausführung selber, sich der 980S ist das größte. 980, 79, 69 und der 950 ist die Standardversion, die wir hier sehen. Und wir dürfen auch für den S auch ein bisschen mehr bezahlen, der gehen wir Richtung 300.000. Und wir haben halt langes oder kurzes Entladerohr, was ich sehr schön finde, ne, dass man hier noch die Wahl hat. Ja, das ist der technische Part, den wir jetzt hier im Shop sehen. Jetzt würde ich sagen, kommt erstmal das Anmachen, auseinanderfalten. Ich zeige euch das Schneidwerk, damit auch funktioniert. Dann legen wir das Schneidwerk mal eine Runde ab. Oder, ja, okay, es reicht auch, wenn ich es auseinanderfalte, sehe ich gerade, um den Lichttest dann zu machen. So, das ist ja die Animation, die wir kennen. Ne? So, und wir machen den Lichttest. Da seht ihr, das funktioniert alles soweit einwandfrei. Wir haben die etwas flacheren Rundumleuchten hier am Start. Ne, da seht ihr, die funktionieren auch einwandfrei. Geblinkt wird auch auf beiden Seiten. Und damit ihr es nochmal seht, wir haben hier auch, ne, ein zusätzliches Licht oben mittig, damit die Leute unsere Höhe abschätzen können. Und dann zusätzlich noch Arbeitsbeleuchtung in mehreren Stufen. Ne? Wenn wir das Ganze von innen angucken, sehen wir, dass nichts passiert, wenn ich Licht so anmache. Wenn ich den Motor anmache, dann fährt das Display hoch und dann sehen wir auch, dass die Knöpfe im Hintergrund auch beleuchtet werden hier. Ne? Am Stick zum Beispiel sieht man es. Hier an der Seite sieht man es auch. Oben ist dementsprechend eine Standardanzeige. So, dann sind wir hier wieder raus. Ne? Das ist die Rohrkamera, wenn man so möchte. Und dann sind wir wieder vorne. Und wenn ich den ganz anmache und ich, ja, ich muss jetzt das Rohr ausfahren. So. Und jetzt das Ganze habe ich mir ausgemacht aus Versehen. Okay. Dann seht ihr hier, das funktioniert doch einwandfrei. Ne? Das ist ja das Wesentlichste. So. Ja. Ich kann auch ein bisschen vor zurückfahren. Dann seht ihr, hört den Motor noch. Keine Rückfahrleuchten. Bremsleuchten funktionieren aber einwandfrei. So. Ja. Gefällt mir auch sehr gut und hier auch ein paar mehr Einstellmöglichkeiten dementsprechend hat. Wir rücken ihn noch mal hier ins rechte Licht sozusagen. So, dann sehen wir ihn und dann sind wir richtig. Ihr ahnt es, am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre super. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen, Vorschläge habt, ihr könnt zum Beispiel sagen, wie kommt ihr zurecht mit den neuen Zeiten? Da ist ja die Folgen immer um 18 Uhr abends rauskommen, genau wie die Let's Play-Geschichte ja auch. Ne? War halt die Umstellung, wenn ihr euch fragt, warum eigentlich? Ganz einfach, es gucken die meisten meine Videos zwischen 18 und 20 Uhr und ich bin dann einfacher zu finden und auffindbar, je neuer das Video zu diesem Zeitpunkt ist. Das heißt, wenn ich das Video morgens rausbringe, dann bin ich irgendwo in Listungen für die Leute dann weiter hinten zu finden erst, ne? Weil ich ja nicht mehr das Neueste bin sozusagen. Und so bin ich dann halt ein Stück weiter vorne. Das ist der ganze Trick. So, aber ich bedanke mich dann auf jeden Fall nochmal für eure Unterstützung und sage dann bis morgen.